halben Stunde sind wir da. In Bottenstedt? Ja. Warum sind wir denn nicht nach Japan gefahren, wo die vielen Inseln sind? Das hat eben nicht geklappt. Aber da, wo wir hinfahren, wird es euch auch gefallen. Euch bestimmt. Abwarten, mein Schatz. Stimmt das, Papi? Machst du in Bottenstedt Atome? Mensch, er macht doch keine Atome. Er spaltet Urankerne. Was macht er? Er beschießt die Kerne mit Neutronen und dabei spaltet er sie. Dabei gibt es dann Wärme und damit macht man Dampf für die Turbine. Und wozu braucht man das? Na, da wird doch Strom daraus. Na, das hat er doch richtig erkannt. Bist du stolz auf deinen Sohn, was? Na klar. Dicker, du kriegst halt Nebensäcke. Da, gib ihn saure! Da! Ich hab Stedt gesehen! Nein, ich, Mami, guck! Ja, ich seh's ja. Stedt. Na, denn toi, toi, toi für uns alle. Ich spüre vielleicht mein Kreuz. Ja, hat ja auch keiner von dir verlangt, dass du diese schweren Schränke schiebst, nicht? Ach, du, ich bin immer verdammt müde. So, eigentlich haben wir uns eine kleine Pause redlich verdient, was? Mhm. Na, wie wär's denn, wenn du so was Kleines, Schnuckeliges zum Abendbrot herrichten würdest, was? Was? Abendessen? Ja. Jetzt? Ich kann ja kaum noch stehen und da soll ich noch in die Küche. Bitte entschuldige das. Na, sei froh, dass ich das alles überhaupt mitmache. Immerhin hast du mir Tokio versprochen. Und wo sind wir stattdessen? Am Bottenstedt. Ja. Paulina, komm, sei lieb. Hab's doch nicht so gemeint. Also gut, dann suchen wir uns eine Kneipe. Sie werden Ihren Strom machen. Ja. Aber die Elektrizität, die uns dann ins Haus kommt, das ist keine richtige Elektrizität. Das ist ein Teufelsbuch. Wisst ihr, was wir uns mit denen vor die Tür gesetzt haben? Nee, Fritz. Was denn? Das Unheil. So, vielleicht sogar das Ende. Wieso das Ende? Wovon wird denn das Wasser in Bewegung gesetzt, das die Turbine antreibt? Nicht von Kohle oder Öl. Von Strahlen. Von Strahlen, die tödlich sein können. Und die, die damit umgehen, haben keine Ahnung, wie sie uns schützen sollen. Das glaube ich nicht, Büdele. Wir werden uns noch mal wundern, warum das Vieh stirbt. Oder die Leute die Haare verlieren. Das braucht dich doch nicht zu stören. Du hast doch dein Friseurgeschäft schon lange verkauft. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Also, tschüss denn. Ja. Entschuldigung, darf ich mal? Was ist denn hier? Freundlich sind die Leute hier. Ach, jetzt geht's mir schon besser. Endlich mal raus aus dem Durcheinander. Riecht aber gut, was? Ja, gehst du durch? Ja. Also alle 4 Wochen so ein Umzug hielt ich nicht aus. Verlangt ja auch keiner von dir. Gemütlich hier, was? Ich beschließe, dass es mir in Bottenstedt gefällt. Jedenfalls heute Abend. Na, du hast noch keine Sehnsucht nach der Großstadt. Bisher nicht. Und lass doch diese Fummelei hier. Weißt du, eine Provinz, so wie früher, gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Fernsehen, Zeitungen, Post und ein Auto, das lässt sich doch schon aushalten. Hey, Herr Sonntag, hörst du mir überhaupt zu? Du? Ja, was ist denn los? Unsichtbares Gift. Ich glaube, das geht gegen uns. Und das Wasser, das in den Fluss zurückfließt,
Wartet nur ab, bis die toten Fische ans Ufer geschwemmt kommen. Klingt ja richtig gefährlich, was ihr da so alles macht. Ach, aber das übliche Gerede von Leuten, die nichts davon verstehen, ist doch überall so. In Afrika genau dasselbe. Ja. Ja, da müsste man denn doch was unternehmen. Jawohl! Ey, jawohl! Jawohl! Nicht mit uns! Wir sind hier die Alteingesessenen. Wir müssen was tun. Als denkender Mensch, da hat man ja Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Sie müssen einfach merken, dass Sie hier nichts zu suchen haben. Jawohl! Herr Becker leitet die Rohrleitungs- und Pumpenmontage. Lassen Sie sich von seinem Kindergesicht nicht täuschen. Unsere Bürodamen reißen sich da, um ihn zu bemuttern. Freut mich. Herr Grobleder ist unser Elektroingenieur. Dass der Film mich noch nicht entdeckt hat, liegt nur daran, dass er dauernd unterwegs ist. Herr Uliacek haben Sie ja schon bei Ihrem ersten Besuch kennengelernt. Viel Spaß, deine Bottenstee. Ja, vielen Dank. Herr Döring, er ist unser Vermessungsingenieur. Herr Sonntag, wir sind Nachbarn, das heißt fast Nachbarn. Wir wohnen zwei Häuser weiter. Ja, wenn wir mit dem Umräumen fertig sind, dann sollten Sie mal zur Besichtigung kommen, nicht? Ja, wenn Sie was Anständiges zu trinken haben, ist die Einladung schon angenommen. Und hier haben wir last not least Herrn Biedermeier. Jetzt möchte ich mir aber ausgegeben haben, dass ich last, aber nicht least bin. Biedermeier, Franz. Guten Tag. Herr Biedermeiers Spezialität ist Heizung und Lüftung. Tja, also, wir hatten nicht oft einen großen Kriegsraum. Entschuldigen Sie, Herr Lennart. Ja, Herr Scharmholz, der Oberpolier von der Baufirma, einer der wichtigsten. Herr Sonntag, er wird demnächst unsere Maschinenabteilung übernehmen. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt's denn? Entschuldigen Sie, aber kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Mein Apparat macht nicht mit und der von Wilkens auch nicht. Na, aber natürlich, da drüben. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Sonntag. Ja, danke schön. Auch nichts. Der ist auch tot. Was ist denn da los? Weiß ich auch nicht. Komisch ist das schon. Tag, die Dame. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ach, geben Sie mir ein halbes Pfund gemischten Aufschnitt. Ein bisschen Zungenwurst dabei, ein bisschen von der echten ausländischen Salami und dann noch... Ausländische Salami? Ach, Sie sind wohl vom Berg. Ja, wieso? Weil Sie ausländische Salami von mir verlangen. Wieso? Ist das eine Zumutung? Was haben Sie denn sonst da? Dauerwurst. Die ist genauso gut wie Ihre Salami. Na ja, und dann Mettwurst, Blutwurst, Leberwurst. Alles ganz frisch und einen ausgezeichneten Schinken. Alles hier aus der Gegend. Und ganz schön fett, nicht? Tag. Tag. Guten Tag. Wissen Sie, ich würde gern Stammkunde bei Ihnen werden. Mein Name ist Sonntag. Wir sind erst vor kurzem hierher gezogen. Na ja, dann versuchen Sie es doch mal mit den Dingen, die hier wachsen und ins Land gehören. Delikatessen rentieren sich nämlich nicht. Also schön. Dann geben Sie mir von Ihrer Mette und Leberwurst. Von jeder ein Viertel. Die wird Ihnen bestimmt schmecken. Entschuldigen Sie, mir bitte. Frau Sonntag? Ja? Ich heiße Döring. Freut mich. Mein Mann ist auch auf der Baustelle, Vermessungsingenieur. Wir sind zufälligerweise Nachbarn. Wir wohnen zwei Häuser weiter. Na, dann kann ich Sie ja nachher gleich mit dem Wagen mitnehmen. Danke, ich bin selbst motorisiert. Ohne Auto geht's ja hier überhaupt nicht. Ich fahre einmal die Woche allein nach Krüderburg. Da ist wenigstens halbwegs eine Auswahl. Naja, zur Not stellen wir uns auch noch auf Mettwurst und Leberwurst um. So, bitteschön, das wär's, Frau Sonntag. Danke. Sonst noch was gefällig? Ja, einen Scheuerlappen hätte ich gerne noch. Ach, ein Feudel. Moment, den hole ich Ihnen gleich von. Ach, er wird sein Angebot schon noch erweitern, wenn wir ihm gehörig. Der? Nee. Das ist für dich doch eine Gewissensfrage. Wieso? Der ist doch Vorsitzender von irgendeinem Landschaftsschutzverein, der immer noch gegen den Bau des Kernkraftwerks kämpft. Ach so. Aber eigentlich könnte er sich doch darüber freuen, dass er uns als Kunden dazu bekommt. Als Geschäftsmann schon. Aber als Vereinsvorsitzender ist er immer noch gegen uns. Na, sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Haus? Na, herrlich. Viel Platz hat mir noch niemand, verläuft sich geradezu. Wenn ich hier fertig bin mit dem Laden, dann mache ich meine nächste Baustelle in Südafrika. Bevor wir nicht wieder wegkommen aus der Gegend. Herr Lennart! Ja? Kein Wunder, dass man nicht telefonieren kann. Wir haben uns das Kabel durchgeschnitten. Durchgeschnitten? Kann das nicht ein Bagger gewesen sein? Da ist weit und breit keiner gefahren. Wo ist es denn? Da hinten, direkt hinter dem Zaun. Passiert das hier öfters? Ach, oh, nur ein paar Drohbriefe. Verrückte gibt's immer. War komisch, da habe ich gestern Abend auch sowas rumnörgeln gehört. Ja, bei uns in dem Gasthof. Was wollen die eigentlich? Dass wir wieder weiterziehen, das Werk woanders bauen.
Was ist hier die allgemeine Stimmung? Ach wo, die Bevölkerung ist ganz aufgeschlossen. Aber es gibt natürlich ein paar Scharfmacher. Spökenkieker, alte Leute, fanatische Naturschützer. Und natürlich auch ein paar Besitzer von Kleinbetrieben. Das verstehe ich nicht. Wir müssen doch eigentlich froh sein. Na ja, wir sind ein mächtiger Konkurrent, was die Arbeitskräfte betrifft hier in der Umgebung. Da können die nicht mithalten. Naja, aber wenn sowas erst Mode wird... Ach was, uns wirklich stören, dazu brauchen die anderen Leute. Wir machen noch eine Anzeige, oder? Muss ich ja wohl. Du nimm doch mal das Zeug da weg, ich möchte den Tisch decken. Hast du was gesagt? Ich? Nein. Wieso? Ich dachte nur, es gibt was zu erzählen nach dem ersten Tag. Es gibt nichts zu erzählen. Du, komm, lass mal die Pläne, das mache ich alles alleine. Schön ruhig. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob Sie den Neuen akzeptiert haben. Ach du, das kann man doch jetzt noch nicht sagen. Aber ich glaube schon. Eine umfassende Antwort, wirklich. Ja, du, mir gibt's wirklich nichts zu sagen. Gesprächig bist du heute. Du, Papi, rat mal, in welche Klasse ich gehe. Welche Klasse? In die dritte. Denkste. Du, Matthias, hol mal den Florian. Wir können gleich essen. Flori! Du, im Moment gibt's hier nur eine erste, eine zweite und eine vierte Klasse. Ist nicht dein Ernst? Doch. Na, lass ihn doch springen. Ist doch gut genug in der Schule. Ja, das hat der Lehrer auch gesagt. Übrigens ein sehr vernünftiger Mann. Na bitte, was willst du mehr? Hoffentlich gibt's hier nicht so wilde Rabauken. So. Ach du, ja, heute haben bei uns welche das Telefonkabel durchgeschnitten. Ist nicht wahr? Ja. Richtige Sabotage? Naja, mehr eine kindische Aktion. Ich glaube, die wollen uns vergraulen. Du, der Kaufmann hier im Ort ist so ein wilder Naturschützer. Ob der was damit zu tun hat? Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Habt ihr schon die Polizei alarmiert? Ja, leider. Warum leider? Na, wenn wir mit der Polizei ankommen, dann ist da überhaupt keiner mehr leiden. Doch gehauen, das ist doch nicht zu übersehen. Die anderen sind mehr. Warum habt ihr euch denn gehauen? Die anderen sagen, ich spreche so komisch. Du, Neue haben es immer schwer. Und du bleibst ja nicht ewig ein Neuer, hm? Mami. Ja. Und ziehen wir denn wieder nach Hause? Was macht der denn da? Detlef, siehst du Gespenster? Psst, komm mal her. Vielleicht hat er ein Zeitzünder entdeckt. Seht euch das mal an. Ach du grüne Neune. Habt ihr noch brütet? Na klar, 6 Eier hat die dann. Schnapsidee von dem Mistvieh hier zu brüten. Ja, warum denn? Der Groß hat ja Platz, solange kein Wasser durchfließt. Ja, und wir bauen morgen weiter. Muss ich die Dame umquartieren? Ja, dann hört sie natürlich auf zu brüten. Ja, was soll ich denn sonst machen? Richtige, echte Wildenten? Dürfen wir uns die mal angucken? Du hast es versprochen, dein Werk zu zeigen. Ja, das mache ich ja auch noch mal ganz bestimmt. Aber morgen müssen die Enten leider schon weg. Warum? Ja, muss doch weitergearbeitet werden. Das ist gemein. Du, Robert, dieses Entennest wäre vielleicht eine Idee. Nein, nein, wirklich, meine Herren. Das ist mir völlig ernst. Wir sollten warten, bis die Jungen geschlüpft sind. Franz von Assisi, oder was? Wollen Sie die Viecher adoptieren? Herr Sonntag. Ich gehe auch sehr gerne in den Zoo und bin sehr tierlieb. Aber ich glaube, da muten Sie uns ein bisschen zu viel zu. Ja, aber man muss doch... Wissen Sie, was eine Änderung im Plan kostet? Na ja, natürlich, aber ich glaube, es bringt uns auch was ein. Was? Sympathien. Also wenn bekannt wird, dass das Werk wichtige Arbeit unterbricht, nur um ein paar Enten schlüpfen zu lassen, dann ist doch alles gerührt. Ja, wir können nicht gegen die Leute existieren. Ja, in 4 Wochen brauchen wir 150 Schichtarbeiter. Na ja, also so gesehen haben Sie vielleicht recht. Na, was sagen Sie nun? Herr Jascho, vor ein paar Tagen sagten Sie doch, ja, dass... man muss eben mit der Zeit gehen. Das finde ich ja ganz toll. Sehen Sie, Frau Sonntag, das mit dem Kernkraftwerk, das ist ja so eine Sache, das sieht man jetzt erst richtig. Seit alle davon reden. Wovon? Das haben Sie noch nicht gelesen, hier. Ja. Teure Enten. Der junge Ingenieur, der aus Tierliebe eine für das Werk kostspielige Umdisposition erzwungen hat. Na, das ist doch der Herr Gemahl. Ja. Also mein Kompliment. So was heutzutage, das verdient Hochachtung. Papi! Sag Matthias, na, heute keine Prügelei? Nee, das geht jetzt prima. Wieso denn? Tschüss. Ja, wegen Papi, weil sie alle wollen, dass ich sie mitnehmen soll. Zum Berg und die Enten. Hm. Na, das sieht ja schon anders aus, hm? Mitleid mit einer Ente. Wer's glaubt. Kostet sie aber Geld. Dich haben sie also schon rumgekriegt. Oh, Unsinn. Denk dran.
Auf dem, was die da planen, liegt kein Segen. Fritz hat recht. Mir ist gestern wieder ein Geselle weggelaufen. Wisst ihr, wo er hin ist? Ins Werk. Und warum? Weil er da mehr verdient. Nur hör mal zu, Dickmann. Ich will gar nichts mehr hören. Und ich mache auch nicht mehr mit. Aha. Und ich will dir auch sagen, warum, Hüselitz. Weil, wenn du immer gegen den Strom der Zeit anschwimmst, du nie was erreichst. Macht doch, was ihr wollt. Aber ohne mich. Na? Wir schaffen das auch allein. Morgen schauen wir uns. Was passiert? Und dort? Da. Oh. Scherben. Schweinerei, diese Dreckskerle. Sehen Sie sich das doch mal an. Wenn ich die Schweine erwische, die mache ich zu Kleinholz. Das ist kein Spaß mehr, direkt hinter der Kurve. Tja, vielleicht hat da jemand ein paar Flaschen verloren oder sowas. Verloren? Ja. Ausgestreut haben die das. Hier. Lauter verschiedenes Glas. Tja, das scheint doch eine Absicht gewesen zu sein. Hier. Da drin haben die das Zeug transportiert. Das scheint so. Was gefunden? Nein, nichts, gar nichts. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal die Straße sauber machen, nicht? Ja. So was kann man sich doch nicht gefallen lassen. Tja, wenn man nur was Genaues wüsste. Wir haben eine Seilbahn bei uns zu Hause. Dort ein Bauer. Die Kabinen ausgehängt und die Stützen gelockert. Nur weil er dieses neumodische Teufelszeug nicht hat haben wollen. Naja, da ist bestimmt was dran. Aber ich glaube, da sind nur ein paar Leute beteiligt. Was? Na, vielleicht sogar nur einer. Ich sag bloß, wenn wir uns was weitergefallen lassen, wird das immer schlimmer. Ich würde vorschlagen, wir versuchen erstmal die Betreffenden zu überzeugen. Quatsch. Eine ordentliche Tracht prügeln ist das einzig Richtige. Schauen wir uns doch, machen Sie doch mal halt lang. Herr Sonntag, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie da sagen. Kein Wort. Wir haben überhaupt nichts damit zu tun. Warum redet ihr überhaupt mit ihm? Da kann doch jeder kommen. Beweisen Sie uns das doch. Ja, richtig. Was wollen Sie denn eigentlich von uns? Ach, meine Herren, ich wollte eigentlich nur was zurückgeben. Warten Sie mal hier. Na, hier. Ja. Gehört die vielleicht Ihnen, Herr Hüselitz? Da haben Sie es ja endlich geschafft. Bringen Sie ruhig den alten Mann vor Gericht. Na, kommen Sie doch, Herr Hüselitz, kommen Sie. Bevor ich zur Polizei gehe, da mache ich Ihnen lieber einen Vorschlag. Ah, guten Tag, meine Herren. Ach, Tag, Herr. Tag. Tag. Ach, danke. Es freut mich, meine Herren, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Glauben Sie bloß nicht, Sie können mir was vormachen. Ich lasse mir nichts einreden. Das verlangt ja auch niemand von Ihnen. Schauen Sie sich erstmal alles an und wenn Sie wollen, dann erkläre ich Ihnen unsere Arbeitsweise. Strahlen sind Strahlen. Ja, ich glaube, wir steigen am besten hinten an. Ne? So. Lassen Sie uns bitte zusammenbleiben.
sehen, meine Herren, unser Reaktor ist keine Hexenküche. Aber wir wollen Sie auch gar nicht umstimmen. Danke. Sie sollen nur sehen, dass hier reell gearbeitet wird und niemand und nichts gefährdet. Danke. Ach, Herr Sonntag. Ja? Wollten Sie nicht gerade was sagen? Danke. Ach so, ja, ich war noch mal bei der Polizei, bevor ich die Herren abgeholt habe. Na ja, und die wollten die Ermittlung gerade weitergeben. Sagen Sie, Herr Sonntag, ich meine, wir sollten vielleicht die Anzeige zurückziehen. Tja, ja, also, wie Sie meinen, Herr Lehnert. Ich meine, das mit dem Telefonkabel kann ja auch ein Bagger gewesen sein. Und die Glasscherben auf der Straße, na ja, das ist ja Werksgelände, ne? Das könnten wir doch auch intern klären, oder? Tja, also, gehen wir jetzt zur Polizei und sagen, dass wir die Anzeige zurückziehen, oder? Na, was mache ich? Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen wohlgefühlt bei uns, meine Herren. Und zum Richtfest für den nächsten Bauabschnitt sind Sie schon jetzt herzlich eingeladen. Oh, danke schön. Großartig. Prost. Prost. Was sag ich dir, du, den haben Sie ganz schön umgekrempelt. Der ist jetzt überzeugt, dass allen Glatzköpfen wieder Haare wachsen. Damit du deinen alten Beruf wieder ausüben kannst. So haben Sie dich richtig rumgekriegt. Wieso rumgekriegt? Was ich weiß, das weiß ich. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Wir haben bloß ein paar Informationen gesehen. Ja. Und nicht angezeigt zu werden, ist ja auch ganz schön, oder? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und außerdem machen wir den Schaden schon wieder gut. Dein Anteil beträgt 21,50 Mark, haben wir vorhin ausgerechnet. Wofür das, hä? Na, unser Anteil für das Kabel und für die kaputten Räder, die musste das Werk doch ersetzen. Du wirst da Geld hinschicken, da gibst du doch alles zu. Und außerdem, mit den Reifen, da habe ich nichts zu tun. Ja, wir zahlen ja auch was mehr. Und außerdem soll das ja mehr eine Anerkennung sein, moralisch. Und überweisen tun wir anonym. Naja, aber über euch, da sollte man mal einen Roman schreiben.